Hey ho Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay. Heute mal ein MW2 Sniper Gameplay, das ziemlich gut geworden ist. Und ja, ich war ziemlich lange nicht aktiv. Das lag teils daran, dass ich keine Lust hatte, teils daran, dass ich jetzt einen neuen PC habe und deswegen auch bessere Gameplays machen kann. Und ja, teils auch daran, dass mein alter PC einfach nicht mehr so belastbar war. Genau. Und dieses Sniper-Gameplay, das habe ich gerade erst erspielt. Ich bin ziemlich glücklich, dass ich aufgenommen habe. Das ist echt heftig geworden. Also, ich glaube, das ist bis jetzt einer meiner besten Sniper-Gameplays überhaupt. Weil das einfach cool geworden ist. Und ich freue mich voll. Und das ist alles ziemlich toll. Und ja, was gibt's noch so zu erzählen? Ja, YouTube. Ich werde jetzt auch wieder mal etwas aktiver sein. Vielleicht auch mal wieder ein paar Live-Gameplays machen. Ich habe ja auch wieder ein Uber-Strike-Gameplay hochgeladen. Und ich werde sicher auch bald wieder ein Wolf-Team-Gameplay hochladen. Aber das wird sich noch alles zeigen, wie das so ist. Und ja. Genau. Ich bekomme gerade meine Aufklärungsrunde. Und kriege einen Hitmarker und sterbe. Das ist natürlich sehr unschön. Das finde ich natürlich nicht so toll. Und laufe durch die Gegend. Aber das seht ihr ja alles selber. Was ich euch auch versprechen kann, oder vielleicht habe ich das sogar schon gesagt, ist, dass die Videos von der Qualität um einiges besser sein werden. Obwohl, nee, habe ich gar nicht gesagt, ne? Genau, also meine Videos werden jetzt auch qualitativ besser werden. Was ziemlich cool ist, finde ich. Ja. Und ich muss sagen, dass ich in diesem Gameplay auch ziemlich nervös wurde. In einer Zeit. Also, das hat jetzt nichts mit der Qualität zu tun, aber nun denn. Denn ich habe gemerkt so, wow, das Video ist ja richtig nice geworden. Also das Gameplay, und dann hat mein Herz richtig angefangen zu bubbern und alles mögliche, und ich war dann voll nervös, als ich weitergespielt habe, weil ich einfach gesehen habe, oh Gott, das Gameplay, das kann auf meinen Kanal. Aber das ist doch letztendlich ganz gut geworden. Außer, dass ich jetzt erstmal ziemlich oft sterbe, wie jetzt zum Beispiel. Was natürlich nicht so schön ist. Und gerade ist es 7 Minuten und 6 Sekunden. Und ja, das sage ich nur zum Synchronisieren später, wenn ich die Tonspuren schneide. So. Da wurde ich auch wieder weggeholt. Also ihr werdet merken, dass ich jetzt erstmal ziemlich oft sterben werde. Und ja, diese Szene, an die kann ich mich noch erinnern. Da habe ich andauernd nur auf meinen Mitspieler geschossen, ich weiß nicht warum. Gleich wieder. Jetzt werde ich nämlich geflasht und jetzt schieße ich auf die Person und dann merke ich so, oh, das war ja gar kein Gegner. Sonst hätte ich nämlich sicherlich einen Hitmarker bekommen, und dass ich den nicht bekommen habe, das fand ich ziemlich schade. Ja. Nun denn. Ich laufe durch einen Tunnel. Ich gehe aus dem Tunnel raus. Ich kriege einen Hitmarker. Ich will ihn nochmal erschießen. Ich will ihn messern. Oh, und es hat tatsächlich geklappt. Ich laufe weiter. Aber das seht ihr ja alles. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein besonderes Movement habe. Ich denke mal nicht. Ich glaube, ich laufe immer dahin, wo gerade keiner meiner Mitspieler ist, um dann besonders viele Gegner zu kriegen. Was in diesem Gameplay eigentlich ganz gut geklappt hat. Und hier hole ich... Ah, hier. Da. Dann bekomme ich den. Lade es mal nach. Ich denke so, okay. Vielleicht kommt ja noch jemand. Ja, und da. Nummer 1. Nummer 2. Hitmarker. Und so, das war ja ganz nice. Und da habe ich mir gedacht, gleich kommt doch noch einer. Und tatsächlich, da bekomme ich auch meine Dingens. Und boah, da hatte ich so ein Glück. Ich dachte, ich bin tot. Und hau kurz eine Predator-Drohne raus, die ich aber echt voll schlecht gesetzt habe. Ich war da so nervös. Und sagte, hole ich mir jetzt die UMP. Und das Spiel ist vorbei. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hinterlasst einen Kommentar oder sonstiges, weiß was ich. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Tschüss.